Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute teste ich mal einen Ersatzakku. Und zwar kennt ihr das Problem sicherlich, ihr habt euer Smartphone und ja, spielt damit ein bisschen rum und dann ist der Akku einfach im Laufe des Tages leer. Und das ist bei den meisten Smartphones so, die halten jetzt heutzutage kaum noch einen Tag, wenn man wirklich surft, die Kamera benutzt oder man ein Spielchen spielt. Und deshalb ist ein mobiler Akku eigentlich ein wirkliches Muss. Deshalb schaue ich mir hier einen 5200 mAh Akku an, der auch noch schön kompakt ist und noch gut aussieht. Den gibt es auf stilgut.de, ist ein Online-Shop. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns den Akku jetzt mal ein bisschen genauer Und dann schauen wir mal, was hier im Lieferumfang ist. Wir haben hier einmal den Akku, eine Bedienungsanleitung und außerdem auch noch ein Micro-USB-Kabel. Ein USB-Netzteil wird jetzt nicht mitgeliefert. Aber da denke ich mal, da habt ihr sicherlich auch noch eins von eurem Smartphone oder sicherlich sogar mehrere. Also wenn ich bei mir in der Wohnung suchen würde, ich habe sicherlich 10 Stück davon. Also ist das jetzt nicht wirklich schlimm. So vom ersten Eindruck her, wenn man den Akku mal in die Hand nimmt, fühlt er sich ja hochwertig an. Das Gehäuse ist auch aus Aluminium. Es handelt sich hierbei um die goldene Version. Das Ganze gibt es auch noch in Silber, wer mit Gold jetzt nichts anfangen kann. Schauen wir uns jetzt mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier als erstes einmal natürlich den USB-Port. Dort könnt ihr dann einfach euer Kabel für das Smartphone anschließen. Und ich lade darüber beispielsweise auch noch meine GoPro, also eine Action-Cam. Darüber befindet sich der Power-Button. Links daneben eine LED als Taschenlampe. Also eigentlich eine wirklich coole Idee. Und darunter der USB-In. Und damit wird dann der Akku aufgeladen mit dem dazugehörigen Micro-USB-Aufladekabel. Ja, wie gerade angesprochen, hat der Akku eine Taschenlampenfunktion. Also hier den Power-Button gedrückt halten und schon geht das Licht an. Und wir haben auch unterwegs immer noch so eine Taschenlampe dabei. Also ein wirklich praktisches Feature, wieso auch nicht. Verbraucht jetzt nicht so viel Strom, ist eine LED und nimmt natürlich auch nicht viel Platz weg. Lang gedrückt halten und das Licht geht dann auch wieder aus. An der Seite des Akkus befindet sich ein Ladestandsanzeiger mit 4 LEDs. Wenn ihr dann kurz auf den Power-Button drückt, wird hier angezeigt, wie voll der Akku noch ist. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie groß der Akku ist. Ich halte ihn jetzt hier in der Hand. Sehr kompakt und lässt sich gut verstauen. Ich hatte den Akku jetzt circa 3 Wochen in Benutzung und beispielsweise auf dem Mobile World Congress in Barcelona oder auf der CeBIT in Hannover dabei. Das sind beides Messen, wo mein Smartphone eben auch wirklich sehr oft genutzt wird. Ich beantworte E-Mails, ich mache Fotos und Videos, lasse mich beispielsweise in den Städten, also in Barcelona kenne ich mich ja nicht so gut aus, und in Hannover lasse mich da auch immer schön von Google Maps navigieren. Und ja, das zieht einiges an Strom. Und so habe ich zur Hälfte des Tages auch eigentlich den Akku schön durch. Und da ist natürlich ein mobiler Akku absolutes Pflichtprogramm. Und mit den 5200 mAh bin ich gut durchgekommen. Damit ja circa 2 Tage volle Power. Natürlich ist jetzt nicht jeder Smartphone-Nutzer so gut unterwegs wie ich und hat dann eine Hälfte des Tages schon seinen Akku leer gesaugt. Nein, normalerweise hält der Akku ja durchaus schon 1, 2 Tage auf dem Smartphone. Und deshalb sollte ein ja normaler in Anführungsstrichen Nutzer mit so einem 5200 mAh Akku auch gut und gerne mal ja 3 bis 5 Tage durchhalten. Also auf jeden Fall eine lohnenswerte Anschaffung. Den Akku gibt es bei stilgut.de. Preis und Verfügbarkeit findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung. Klickt ihr drauf und kommt direkt zum Shop. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Akku habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch auf YouTube gebt und meinen Kanal abonniert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.